So, hallo, erstmal allerseits. Mehrsprachige Websites mit Joomla. Wollen wir fragen, wer hat denn schon eine mehrsprachige Webseite aufgesetzt oder schon ein bisschen Erfahrung mit? Die meisten, also, ja. Und hat es gut geklappt? Oder holprig? Okay, dann fangen wir mal an. Erstmal über mich. Also, ich bin Mike Brandner, komme hier aus Rhein-Main-Gegend, bin auch in der JUG in Rhein-Main. Vertreten und bei Joomla in der Community übersetze ich dann die Docs, also die offizielle Dokumentation vom CMS und Community-Übersetzer, das heißt diese ganze Joomla.org-Webseiten, die Seiten, die dann in Deutsch sind und so weiter, da bin ich auch mit involviert und übersetze die. So, fangen wir mal an. Also, ich wollte euch mal zeigen, wie man eine bestehende Webseite, die auf Joomla basiert, jetzt aktuell 375, und wie man die jetzt richtig konfiguriert, um damit jetzt zum Beispiel eine englischsprachige oder spanisch oder was auch immer für eine Sprache zu integrieren, wenn alles schon existiert, wenn man praktisch schon eine deutsche Seite hat und baut da drauf auf. Und zwar, welche Konfigurationen müssen gesetzt werden. Dann zeige ich auch das Verknüpfungstool, das praktisch direkt die Inhalte, die Beiträge miteinander verknüpft, dass man den Deutschen mit dem Englischen verknüpft und dann die Navigation praktisch automatisch den Pfad findet. Dann zeige ich auch noch, wie man die Menüs aufsetzt, die Module auch mehrsprachig anlegt. Also man kann auch im Prinzip für jede Sprache Module anlegen. Ganz neu steht es hier noch nicht mehr drauf, die Custom Fields oder die Felder, die man selber anlegen kann, die sind auch mehrsprachig. Das heißt, die kann man auch für jede Sprache anlegen. Und dann später zeige ich dann auch nochmal, wenn man jetzt das neue Joomla 3.8 installiert, hat man die Möglichkeit, das gleich mehrsprachig zu installieren, sogar mit Beispieltexten, wo man sich wirklich alles angucken kann. Und am Ende will ich nochmal mögliche Probleme oder Fragestellungen und so weiter von euch noch beantworten. So, zuerst gehe ich ein paar Folien durch und dann später zeige ich es dann direkt in der Webseite. So, also die bestehende Webseite mehrsprachig erweitern. Da hat man einmal die Startsituation. Ich habe alle Beiträge, Module, also im Prinzip die ganzen Inhalte in einer Sprache. Wir gehen jetzt mal von Deutsch aus. Und das Backend ist dann auch um Deutsch umgestellt. Und die Standard ist ja dann, dass die Inhalte, Beiträge alle auf alle Sprachen stehen. Also praktisch in der Sprache alle. Und die normalen Tools, die dann die Mehrsprachigkeit unterstützen, sind im Standard-Konfiguration eigentlich deaktiviert. Mein Ziel ist es jetzt natürlich, ich möchte Englische oder Spanisch, Italienisch oder in anderer Sprache auf jeden Fall die Beiträge hinzufügen. Ich möchte dann auch das Sprachmodul hinzufügen, dass ich dann praktisch auf die Flagge setzen, stellen kann, klicken kann und dann entsprechend auf Englisch oder die Sprache, die ich möchte, umschalten. Ich habe die Möglichkeit, ich kann die Browsersprache erkennen und auslesen und dann entsprechend gleich die Webseite in der Sprache aufrufen, wie der Browser eingestellt ist. Und was auch noch möglich ist, ist praktisch, dass man eine Intranet-Seite oder eine Seite, wo man ein Login hat des Users, dass dann automatisch die Sprache des Users erkannt wird und entsprechend die Webseite sich dann in der Sprache zeigt. So, das Backend sollte dann am Ende irgendwann so aussehen, dass man wirklich immer schön die Flaggen hat, Deutsch, Englisch zum Beispiel. Und wie gehe ich jetzt vor? Die meisten fangen ja dann an, denken, ja, den Inhalt bräuchte ich auch in Englisch, schreibe den gleich mal in Englisch rein. Und dann geht das Gerudere los, wie stelle ich das eigentlich um, dass ich das umschalten kann und so weiter. Die richtige Vorgehensweise ist eigentlich anders. Ich müsste erstmal Inhaltssprachen installieren. Also einmal kann ich Sprachen selbst installieren, das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, wie man das im Backend macht. Dann kann man natürlich dann hier die Sprachen raussuchen. Da sind, glaube ich, 68 Sprachen mittlerweile drin, könnten auch noch mehr sein mittlerweile. Der wichtigste Schritt am Anfang ist erstmal die Inhaltssprache. Das normale CMS, wenn man das herunterlädt, installiert hat, sind keine Inhaltssprachen das installiert. Die müsste man über den Button neu praktisch anlegen.
und kann dann bekommt dann angezeigt praktisch den Titel, Hauptsprachentitel und so, die Sprachtext, das ist praktisch dieses DED, was ihr für Deutsch kennt, EN, EN für Englisch und so weiter, das sind die offiziellen. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, Sprachkürzel anzugeben. Deutsch wäre DE, EN, IT für Italienisch und so weiter. Also das sind eigentlich die Standarddinge. Die werden alle eingegeben. Und dann habe ich sogar noch die Möglichkeit, an dieser Stelle die Metadaten, das sind die globalen Metadaten, auch für die jeweilige Sprache nochmal sonst zu hinterlegen. Und was ganz toll ist, der Seitenname, den könnte man auch übersetzt nochmal hinterlegen an der Stelle. Das macht man alles an der Stelle bei Inhaltssprachen. Auch wenn es schon existiert, kann man an dieser Stelle mal dran gehen, navigieren und das noch entsprechend einstellen. Dann hat man noch schöne Möglichkeit. Ist ein bisschen versteckt, ne? Kennt nicht jeder. So, dann der nächste Schritt ist, das Plugin Sprachenfilter zu aktivieren. Ist normalerweise deaktiviert. Das finde ich ganz einfach oben über die Suche, Sprache und dann schon hat man es gefunden. Man kann es aber auch durch die Plugins durchnavigieren, das Ding aktivieren. Und in diesem Tool habe ich auch noch ganz viele schöne Einstellungsmöglichkeiten. Also einmal habe ich die Möglichkeit, die Seitensprache aufzurufen, das heißt die Standardseitensprache. Oder in dem, das da an der Stelle ist praktisch ein Dropdown. Ich kann dann auch umstellen auf die Browsersprache, dass der Browser dann entsprechend, ich habe einen englischen Browser, dann kommt gleich die englische Sprache zum Beispiel. Der automatische Sprachwechsel, das ist, muss ich noch selbst mal nachschauen, was da im Backend genau steht. Da kann man dann die Sprache mit Klick auf die Flagge praktisch automatisch wechseln. Die Verknüpfungen möchte ich natürlich nutzen. Das sind die Verknüpfungen, dass ich die Beiträge, Module, Komponenten zum Teil auch, auf jeden Fall die Kategorien und so weiter miteinander fest verknüpfen kann, so dass ich wirklich diese eine Kategorie A mit Kategorie B verknüpfen kann. Die eine in Englisch, die andere in Deutsch. Und ich kann den diesen Alternate Meta-Tag hinzufügen. Das ist praktisch dann auch diese Meta-Beschreibung, die ich eben angelegt habe, um nochmal die Metadaten in Englisch oder in welcher Sprache auch immer ich sie brauche, auch nochmal so hinzufügen. Und dieser X-Default-Meta-Tag, das ist eine SEO-Geschichte, da wird praktisch an die Suchmaschinen nochmal eine Info rausgegeben, dass die Default-Sprache in der Sprache ist, die man dann natürlich hier jetzt in dem Fall auf Deutsch stehen hat. Und damit erkennt der Browser, es gibt noch weitere Sprachen, aber die Standardsprache ist in dem Fall jetzt Deutsch. Und ich kann noch angeben, ob der Sprachcursor entfernt werden soll oder nicht. Das ist ja dann die Sache, wenn ich die Webseite aufrufe und aktiviere alles komplett, dann steht bei Deutsch /de zum Beispiel hinten dran, bei Englisch /en. Diese Geschichte kann ich auch deaktivieren, dass man von der URL her immer an der gleichen Seite ist, aber ich trotzdem die Sprachen umstellen kann. Gilt das nicht nur für die Standardsprache? Das gilt dann für alle Sprachen. Das heißt, wenn ich die Sprache dann auf Englisch stehen habe, bleibe ich in meiner URL, ohne dass EN hinten dran hängt. Das wird dann ausgeschaltet. Das funktioniert dann auch. Ja. Kann man dann nachher gerne mal testen. Ich habe dann noch die Seite vorbereitet. So, dann das Modul Sprachenfilter. Das ist ja das Modul, was nachher die User auf der Frontpage auch sehen. Das stellt diese Flaggen zur Verfügung, die irgendwo in irgendeiner Ecke auf der Seite dann sind, meistens rechts oben oder links oben, wo die einzelnen Länderflaggen zu sehen sind. Da kann man dann einfach umschalten. Das Modul muss ich natürlich auch anlegen. Entweder ist es schon vorbereitet und deaktiviert, oder ich erstelle es einfach mal neu, kann dem Ganzen noch einen ganz normalen Modultitel geben und dann könnte ich noch Text davor, Text danach hinterlegen. Und wenn ich das aber mache mit dem Text davor, Text danach, müsste ich das dann für jede Sprache nochmal machen, weil ich brauche dann natürlich den Text davor und danach auch in jeder anderen Sprache. Die Möglichkeit habe ich jetzt hier ein bisschen versteckt. Sprache ist in jedem Modul zu sehen, komme ich dann aber gleich nochmal dazu. So, der nächste Schritt ist dann, das Menü anzulegen. Also die Menüs. Ich habe ein normales Hauptmenü, Stammmenü, das ich schon nutze. Ich brauche weitere Menüs für jede Sprache.
verpflichtend, aber bei Joomla verlangt auch extra noch dazu, ein Menü für alle Sprachen muss vorhanden sein, sonst funktioniert die Seite nicht. Also ein Menü für alle Sprachen und für jede einzelne Sprache auch nochmal separat ein Menü. Also das ist wirklich ganz wichtig. Hier in dem Beispiel seht ihr es auch gerade. Da habe ich praktisch die Home für alle Sprachen einmal dran. Das ist versteckt. Es ist auch nicht verpflichtend, dass man das irgendwo sichtbar auf der Seite haben muss. Es muss nur vorhanden sein vom System her. Und ich kann dann in meine Menüs, die ich dann anzeige auf der Webseite, entsprechend der Sprache dann den Home-Button dann zeigen. Und im Backend ist dann auch noch ein bisschen versteckt ein kleines Tool, das mir den Status der Mehrsprachigkeit praktisch, das ist irgendwie noch nicht so richtig übersetzt im Backend, anzeigen. Und mit dem habe ich die Möglichkeit zu überprüfen, stimmt denn alles für die Mehrsprachigkeit. Da gehe ich hier oben auf Dropdown Administrator, damit sehe ich die Administrator-Module. Und dann hier unten ist das Multilanguage-Status-Modul. Das kann ich mir einschalten. Und dann taucht, sieht man das noch, hier unten so ein kleines Tool auf in der Fußleiste. Das bietet mir dann, das zeigt mir dann praktisch den Status der Mehrsprachigkeit an, ob ich alles richtig gemacht habe oder wie in diesem Fall, das ist zum Beispiel der normale Standard, den man dann sehen würde, es stimmt noch nicht alles. Ich habe zum Beispiel eine Sprache einfach noch nicht als Home aktiviert. Das wird einem auch schön angezeigt. Und so sollte es normalerweise aussehen, wenn die Webseite dann korrekt eingestellt ist. So, dann wären wir eigentlich schon fast fertig mit dem Konfigurieren. Fast. Weil jetzt kann man erst die Inhalte hinzufügen. Das heißt, diese Sachen, die ich jetzt gezeigt habe, müssen wir vorher machen, bevor man anfängt, eigentlich die mehreren Sprachen dann anzulegen. Dann hat man einen richtigen Arbeitsfluss und kann dann gleich die ganzen Tools, die einem Joomla bietet, direkt mit nutzen. So, ich gehe jetzt mal auf meine Webseite. Ich hoffe, sie läuft. Ich gehe mal kurz auf das Lokal. So, das ist jetzt meine Website, die habe ich jetzt mal als Demo mal kurz angelegt. Ich habe so ein paar Titel im Garten, da bin ich gerade auf die Idee gekommen. Nehmen wir das einfach mal als Titel. So, und hier an dieser Stelle habe ich jetzt praktisch den Home, heißt auch im Englischen Home, gut, das ist ja gleich. Und hier auf der rechten Seite habe ich praktisch dieses Sprachmodul. Jetzt. Da kann ich dann die Sprache umschalten. Und das bietet einem Joomla von Haus aus an. Hier an dieser Stelle habe ich zum Beispiel jetzt einen Blog von einer Kategorie angelegt. Und das Schöne dabei, wenn man alles richtig konfiguriert hat, das wollte ich dann auch zeigen, wie das geht, bleibe ich auch in diesem Blog und schalte den einfach nur auf Englisch um. Ich könnte auch auf den Artikel gehen, auf den Beitrag und schalte den wieder zurück auf Deutsch. Und wenn ihr nach rechts guckt, seht ihr auch, dass das Modul auch immer schön die Sprache wechselt. Und dann auch gleich mit den korrekten Beiträgen. Und das ist mittlerweile ganz einfach mit Joomla möglich, ohne irgendwelche Zusatzkomponenten zu installieren oder da gab es ja früher diese Joomfish zum Beispiel, diese Komponente oder andere. Habe ich ehrlich gesagt seit 2005 schon nicht benutzt, überhaupt nicht. Also es war schon früher möglich, mittlerweile wird es nur deutlich einfacher. Und deswegen möchte ich euch das gleich mal zeigen. Dazu gehe ich jetzt mal ins Backend meiner Seite. Und zeige euch dann mal, also einmal habe ich hier diese Menüs. Ihr seht im Hidden-Menü, also das ist auch eins, was einfach nur existiert und nicht in irgendeinem Navigationsmodul angezeigt wird, ist mein Alle-Seiten-Home-Button drin. Und ich habe für jede Sprache ein einzelnes Hauptmenü. Ich kann natürlich auch noch weitere Menüs anlegen. Dann, wie gemerkt, immer für jede Sprache und entsprechend dieses Navigationsmodul auch für jede Sprache separat. Und das
Habt ihr bestimmt jetzt schon ab 3.7 gesehen, gibt es hier eine neue Komponente, Sprachverknüpfungen. Ist dir eben schon mal aufgefallen? Nicht so. Das ist eigentlich dann für eine mehrsprachige Webseite das Tool, was man dann hauptsächlich benutzt, um die Inhalte zu bearbeiten. Auf der linken Seite sehe ich dann den Eintragstyp. Ob Beitrag, Kategorie, Kontakte kann ich auch anlegen in mehreren Sprachen. Und gehe jetzt einfach mal auf die Beiträge. Und muss dann natürlich eine Sprache aussuchen. Gut, ich hätte hier gerne Deutsch, was normalerweise ist. Also sehe ich hier die deutschen Beiträge. Und gehe jetzt einfach mal auf den Chili-Beitrag. Schön langsam. Und jetzt habe ich hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, die entsprechende Zielsprache mir auszuwählen. In dem Fall habe ich jetzt nur Englisch drin. Habe da auch schon einen Beitrag drin stehen. Und ich kann beides wunderbar nebeneinander bearbeiten, schreiben. Und habe hier praktisch die ganz normalen Editor-Geschichten auf beiden Seiten, jeweils für Deutsch und für die englische Geschichte. Das hier ist zum Beispiel ein Custom Field, also so eine eigene Feld. Das zeige ich auch gleich nochmal, wie ich das anlegen kann. Und kann dann praktisch, ich kann das, ich mache das auch einfach mal wieder leer. So. Jetzt gehe ich mal von aus, so ist der Stand bei euch. Ihr habt nur einen Beitrag in Deutsch und habt einen englischen Beitrag entweder angelegt. In dem Falle gehe ich auf Englisch und kann hier den Beitrag anlegen. Kann den direkt hier so schreiben. Ich kann aber auch das Ziel wählen und sagen, ich habe ja schon meinen englischen Beitrag. Nehme den. Da. Und dann kommt mein Beitrag. Wenn ich auf Inhalt gehe, sieht man das gleich. Aber das ist eine schöne, einfache Sache, um die Webseite dann gleich mehrsprachig einzustellen. Eins habe ich dann dabei auch noch gelernt, ich muss einmal die Referenz speichern, das ist hier der linke Teil, und das Ziel speichern, rechte Teil. Die beiden Buttons muss ich jeweils separat nochmal anklicken, um das zu speichern, sonst hat das in der Datenbank nicht drin. So, und wenn ich das jetzt gemacht habe, dann sehe ich hier auch konkret diese Verknüpfung, die habe ich gerade rausgehauen. Man sieht, es ist Englisch, sollte vorhanden sein, aber es ist nicht miteinander verknüpft. Das ist dann das Problem auf der Home-Seite oder beziehungsweise an dieser Stelle jetzt habe ich jetzt keine Verknüpfung. Und dann sollte er eigentlich, springt er auf die Kategorie zurück, weil er den Beitrag nicht zuordnen kann. So, und das mache ich dann, indem ich hier wieder raufgehe, diesen Beitrag, und sage dem dann den englischen Beitrag. So. Ein paar Mal klicken muss man dann halt. Und sobald er den aufgerufen hat, kann ich das hier speichern. Sicherheitshalber speichere ich diese Geschichte auch nochmal. Und hat man jetzt zum Beispiel noch mehrere Sprachen hinterlegt, man möchte vielleicht dreisprachig oder viersprachig machen, kann man hier links auf dem Beitrag bleiben und hier auf dieser Seite einfach die entsprechenden Inhaltssprachen, die man eingerichtet hat, dann aufrufen und kann für jede Sprache einzeln die Beiträge dann erstellen und anlegen. Und wenn ich das jetzt schließe, sehe ich auch korrekt, dass alles miteinander verknüpft ist. Das Schöne ist, das geht dann bei den Kategorien genauso weiter. Da habe ich dann zum Beispiel die englische Kategorie auch drin.
und könnte da praktisch die Kategoriebeschreibung, Kategoriebild oder was auch immer ich brauche, für die jeweilige Sprache dann aus einem Ding heraus anlegen bzw. bearbeiten. Module? Ja, hast du eine Frage? Gilt das auch für Drittanbieterkomponenten? Nicht alle, jein. Ja, es gibt welche, die die Sprache unterstützen, aber dann muss es wirklich hinterlegt, konfiguriert sein. Also Joomla bietet ja auch von Haus aus einige Komponenten an, die unterstützen das, wie zum Beispiel die Kontakte. Wie die Anbieter das machen, ist natürlich unterschiedlich. Es gibt welche. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt in dem Fall noch nicht gebraucht. Müsste man wirklich mal nachschauen. Aber es sollte... Ja, so in der Geschichte. Ja. Dann habe ich hier noch Module, kann ich nicht miteinander verknüpfen, aber das zeige ich euch dann gleich noch. So, bei den Menüs habe ich da jetzt zum Beispiel mein deutschsprachiges Menü. Wenn ihr jetzt eine Seite habt, die praktisch in, wo alle Punkte auf alle Sprachen stehen, müsst ihr natürlich euren Beiträge erstmal alle auf Deutsch umstellen. Also eure Verlinkungen in den Menüs müsst ihr alle auf Deutsch umstellen. Home müsstet ihr allerdings kopieren, weil, wie gesagt, einer muss auf alle Sprachen stehen. Kategorie Blog habe ich jetzt zum Beispiel mal angelegt, gehe ich mal drauf. Hier an der Stelle hinterlegt er das die Sprache für Deutsch. Und ein bisschen langsamer irgendwie. So, jetzt sind wir hier nochmal an der Stelle. Also da habe ich drei Home-Seiten. In dem Fall nur zwei. Moment. Ich gehe mal auf die alle Menüs, dann sehe ich die alle. So, hier habe ich drei Home. Und jeweils für Chilis nochmal eins separat in jeder Sprache. Kontakt habe ich jetzt auch angelegt. Ja. Muss das in dem Schattenmenü ja dieses OBS Home, muss das immer der gleiche Name sein wie die anderen zwei? Für den Sprachen? Nein, gar nicht mal. Also der Name ist völlig irrelevant, den könnt ihr benutzen, wie ihr wollt. In dem Fall benutzt man im deutschen Sprachraum halt auch Home als Home, aber man kann nicht auch Start oder was auch immer für Deutsch. Also für die anderen Links sollte man natürlich die Übersetzung dann auch eintragen. Aber der allererste ganz oben, dieser Home, der im Hidden-Menü drin ist, der muss irgendwo auf der Seite existieren. Also irgendwo in einem Menü. Weil sonst irgendeine Sprache aufgerufen wird und ein Deep-Link nicht existent ist, dann kann auf den Hidden-Menü zurück. Ich weiß nicht genau, was der Hintergrund ist, aber ich vermute mal, dass einfach als Fallback nochmal eine da ist. Dass es praktisch sein muss. Und Joomla von sich aus ja diesen Startseite-Stern, den legt er auch nur auf diese... alle Sprachen, und das ist ja was, ohne das funktioniert Joomla nicht, lässt einen nicht deaktivieren. Also das ist einfach wirklich fix drin und das muss da sein, aber es macht natürlich keinen Sinn, das auf einer Webseite dann das anzuzeigen, irgendwo, wenn ich die mehrsprachig habe, weil das bringt ja nur Verwirrung. Gehen wir mal auf die Module. Bei den Front quasi als Entry Point sehen, bitte? Eine Webseite. Ja, im Prinzip, ja. Und dann wird es verteilt. Hier habe ich zum Beispiel das Modul für die neuesten Beiträge angelegt. Das eine habe ich auf Deutsch gesetzt. Also wenn ihr praktisch Module schon benutzt, müsst ihr die natürlich von allen Sprachen umstellen, alle auf die jeweilige Sprache, in die es existiert. Das geht ja dann eigentlich auch wunderbar mit der Stapelverarbeitung, falls sie jemand kennt. Und da hat man dann auch hier ganz leicht die Möglichkeit, den kompletten Stapel gleich in die richtige Sprache zu schieben. Das heißt, wenn ich jetzt alle Sprachen habe und habe die Beiträge und Module oder etc. sind natürlich logischerweise alle erstmal in Deutsch, dann muss ich die erstmal auf die deutsche Flagge setzen. Und dann... Erst was ja an der Stelle, wenn man dann alle markieren könnte, alle kopieren könnte und gleichzeitig in einer anderen Sprache zuordnen. In einem Schritt? Die kann man, also jetzt in dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel nur diese vier, die existieren. Ja. Und die kann ich jetzt komplett alle ins Deutsche hauen, wenn ich möchte. Ja, das schon. Aber ich möchte gleichzeitig kopieren. Ja. Gleichzeitig kopieren. Das nächste Dropdown darunter.
Position nee, passen. Nee, das ist nur Position. Ja, ja. Und bei Beiträgen ja. Bei den Beiträgen ja, ja, aber bei den Modulen zum Beispiel nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Webseite, da habe ich ungefähr 60 Module. Ja. Wow. Nicht schlecht. Vier Sprachen. Eins habe ich noch nicht probiert, die arabische, weil ich kann es einfach nicht lesen. Und das ist von rechts nach links, das ist natürlich eine Sache, das muss das Template unterstützen können, ja, dass der ganze Text nach rechts, rechts und nach links angezeigt wird. Mhm. Das kann nicht jedes Template, da muss man natürlich checken, ob das Template das unterstützt. Aber dann wäre es im Prinzip auch möglich, aber da scheitert das bei mir in der Lesbarkeit. Ich kann das, ja, das heißt, bei 60 ja. Modulen, vier Sprachen, 240 Mal kopieren. Ja. Und setzen. Und setzen. Das ist Fleißarbeit dann, ja. Wow. 60 Module, das ist schon heftig. Aber die sind nicht alle auf einer Seite, das sind jeweils nur verteilt. Könnte man eventuell ein Ticket einstellen, dass man diese Stapel verarbeitet? Eins gehe ich noch hin zu den Kontakten. Normalerweise habt ihr einen Kontakt angelegt für, was weiß ich denn, das normale Kontaktformular, was ihr auf der Webseite habt. Das müsste dann natürlich auch umgestellt werden auf die jeweilige Usersprache, das heißt auf einmal auf Deutsch. Und den gleichen Kontakt kann man dann auch nochmal auf Englisch oder welche Sprache ihr auch immer braucht, einstellen, anlegen, auch kopieren, das ist das gleiche wie bei den Modulen. Und dann gehe ich jetzt mal auf der Seite, auf den Kontakt, das ist ohne anzupassen, einfach mal ein bisschen alles in Deutsch. Und dann habe ich dann auch die Möglichkeit, wenn ich den Kontakt korrekt mit diesen Sprachverknüpfungen verknüpft habe, bin ich dann hier Kontakt auf der englischen und habe hier rechts sogar das, wieder das Modul in der richtigen Sprache drin und kann da jeweils dann die Sprache umschalten, dass er an der Stelle bleibt, wo ihr jetzt gerade seid. Das richte ich ein in diesem Plugin, was ich vorhin gezeigt habe, das Sprachenplugin, da gehe ich jetzt gerade nochmal drauf. Der Sprachenfilter, da haben wir den. Das ist eigentlich das, was bei Joomla dafür zuständig ist, die Sprachen jeweils auseinanderzuhalten, zuzuordnen, welcher Beitrag, welches Modul, was gehört zu welcher Sprache. Und ich habe da verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Einmal die Seitensprache, das ist also wirklich die Standardsprache der Seite. Oder ich nutze hier in dem Falle die Sprache des Browsers. Was noch nicht unterstützt wird, ist zum Beispiel Local IP oder sowas, dass man da wirklich anhand der IP kennen kann, welcher Sprachraum das ist. Kommt vielleicht noch. Keine Ahnung. So, der automatische Sprachenwechsel. Das ist dann nach der Anmeldung. Das ist die Geschichte, wenn ihr jetzt ein Anmeldeformular habt. Der Nutzer ist natürlich dann auch eingestellt auf, das ist ein englischer Nutzer, das ist ein deutscher Nutzer, das ist ein italienischer Nutzer. Kann ich dann entsprechend dem eine Sprache zuweisen. Und dann wird die Sprache erkannt und die Webseite präsentiert sich dann entsprechend in der Sprache, wenn er sich anmeldet. Optimalerweise sollte er vorher schon die richtige Sprache haben, dass er auch weiß, wohin muss. Aber das ist dann, wäre dann die Geschichte, die man hier einstellt mit der Browsersprache. Die ja, Frage? Jetzt gerade, wenn ich nach dem Land gehe, ja? Welche ist denn die Standardsprache? Ist das dann Deutsch oder ist das Englisch? Bei uns... Das kann man im Browser eingeben, beziehungsweise es Betriebssystem gibt es meistens sogar vor. Ich meine jetzt hier, also wenn ich jetzt hier eingebe, welche die Standardseite sein soll, die demjenigen angezeigt wird, wenn es nicht Deutsch ist. Also alles außer Deutsch quasi ist dann Englisch. Oder? Mhm. Also wie es jetzt eingestellt ist, ist ja, dann wird es ja in Deutsch angezeigt. Das wird jetzt in Deutsch angezeigt, genau. Moment, das kann ich dir gerade mal zeigen, an welcher Stelle das ist. Und zwar genau, sind das. Das weiß ich, Polnisch zum Beispiel. Ja. Das hätte ich hier in dem Punkt Sprachen. Und hier hat man die Sprache für die Seite, Webseite, ja. Deutsch als Standard. Und das ist die Standardsprache, die kommt. Das heißt auch dann, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie in Polen jemand aufmacht, wird es auf Deutsch, dann wird es nicht auf Englisch. Das wenn ich jetzt mit meinem PC in Polen bin, werde ich die Seite auf Deutsch sehen, weil mein Betriebssystem bzw. mein Browser hinterlegt ist in Deutsch, wird erkannt und in Deutsch aufgerufen. Benutze ich jetzt einen polnischen PC, wo das Betriebssystem auf Polnisch ist, dann wird es natürlich auch auf Polnisch kommen, weil er die Browsersprache ausliest und erkennt. Das ist dann diese Geschichte, also die Browsersprache wird praktisch ausgelesen und als Sprache dann genutzt. Das heißt, ich könnte jetzt nicht so eine Standardsprache, ich sage alles, was halt
außer von Deutsch als Englisch angezeigt, wenn egal in welchem Land das ist. Dann würde ich die Standardsprache einfach hier auf Englisch setzen. Ja. Dann habe ich auf jeden Fall, egal aus welcher Welt der, woher auch immer kommt, er sieht erst mit der englischen Seite und kann dann auf die Flagge klicken und sich um das umschalten. Ja. Können wir gerade mal so machen. Wird aber jetzt hier mit großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Er ruft automatisch die deutsche auf. Nein, ich gehe nochmal. Genau, weil mein Browser jetzt in Deutsch ist. Könnte es sein. Können wir mal kurz machen. Und Browser-Cache. Und den Browser-Cache, genau. Steuerung F. Ja. So, den haben wir erstmal. Bei es geht bei Chrome nicht so gut irgendwie, keine Ahnung. Aber er will doch jetzt trotzdem den Browser auflesen. Also er geht doch jetzt. Er geht die, ja, er ruft die Browsersprache auf. Was ich jetzt testen wollte, ob das weiterhin funktioniert, weil die Standardsprache jetzt auf Englisch ist. Und na komm. Aushängt. Ja. Ich müsste jetzt natürlich mein ganzes System auf Englisch umstellen, dann wird es. Den kann man auch rausnehmen. Sorry, war eins zu viel. Ja. Und der kommt wieder in Deutsch. So, weitere Einstellungsmöglichkeiten bei den Plugin. Im Sprachenfilter habe ich dann zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, den Sprachkürzel auch rauszunehmen. Dann wird er auf der Webseite gar nicht mehr angezeigt. Das heißt, ich verändere dann damit auch nicht meine URL. Was dem einen oder anderen vielleicht auch ein Problem ist, wenn man die Seite SEO-technisch dann aufbaut. Das, da. Jetzt habe ich es in Englisch und hier oben fehlt praktisch der EN. Er bleibt praktisch in der URL und schaltet einfach nur die Sprache um. Das heißt, die Ausgabe verändert sich, aber nicht die URL. Aber wenn wir jetzt wieder auf Deutsch gehen? Wenn wir jetzt wieder auf Deutsch gehen. Könnte es passieren, dass er es im Cache hat, genau. Nein, ich glaube nicht. Nein, es funktioniert nicht wirklich. Dass es funktioniert nicht? Nur für die Standardsprache. Ich habe das jetzt probiert. Mit einem Backslash und BE oder N. Immer ist das, was Default ist, ist es without Backslash, ja. Aber anderes zeigt niemand. Ah, okay. Mit dem Backslash mit der Maus drüber fahren, dann muss das eigentlich im Tooltip stehen, dass es nur für die Standardsprache ist. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, genau, stimmt. Ich hatte deshalb, ich hatte die Standardsprache auf Englisch gesetzt, deshalb ist auch EN weg. Ja. Macht dann Sinn, genau. So, aber ich lasse den eigentlich immer drin. Zumindest jetzt zum Testen, da kann man das schon sehen. So, dann wollte ich euch noch zeigen. Bin ich in der richtigen Seite? Ja, bin in der richtigen Seite. Ich habe jetzt noch eine Seite, die ist jetzt zum Beispiel noch gar nicht konfiguriert. Ist gerade mal vor einer halben Stunde mal eine 375 installiert. Ich hatte blöderweise das 3.8 nicht drauf auf dem Rechner. Und bei dem WLAN hier ist das, glaube ich, nicht so schnell möglich gewesen. Hier habe ich die Inhalte, die Beiträge noch auf alle Sprachen überall stehen. Gehen wir jetzt einfach mal auf die ach, ich weiß gar nicht, wo sind die Seiten eigentlich? Da. Das ist jetzt praktisch die Seite im Frontend. Und jetzt würde ich hergehen auf die Sprachen, Inhaltssprachen und setze jetzt einfach mal. So sollte es bei euch auch aussehen. Standardmäßig keine Sprache.
Und dann müsste ich natürlich meine weiteren Sprachen anlegen. So, dann Deutsch. So, das DE und das D. So, und das Bild, die sind schon im Core mit drin. Die werden mitgeliefert. Das heißt, ich kann dann hier die Sprache aussuchen. Warum das nicht standardmäßig, wenn ich sage, ich hätte die Sprache, das nicht gleich aufgerufen, weiß ich jetzt nicht. Muss mal bei den Programmierern nachhaken, was da der Hintergrund ist. Weil eigentlich ist es ja im Kern schon drin. Man bräuchte nur anklicken und es wäre da. Das ist ja natürlich einfacher. So, jetzt habe ich eine deutsche Sprache. Ja, genau, falsch gemacht. Also schön, dass er mit einem spricht und sagt, was falsch ist. So. Das war falsch und das falsch gemacht. Der Sprachtext soll doch. Ja, richtig. So rum, das ist die URL. Ja. Jetzt nehmen wir das noch. Und dann habe ich das. Geht gar nicht zu kopieren. Geht nicht, genau. Mist. An dieser Stelle hat gedacht, spare ich mir die Arbeit. Ich hatte echt gedacht, das ist überall im Backend jetzt. Also nochmal. Und dann rufe ich mir entsprechend das Bild auf. So. Und habe dann die beiden Sprachen schon mal hinterlegt. Nächster Schritt, habe ich ja vorhin schon gezeigt, das Plugin Sprache aktivieren, Sprachfilter. Kannst dann natürlich auch noch entsprechend konfigurieren. Zum Beispiel auf die Browsersprache. Und könnte jetzt praktisch schon anfangen. Ich habe da ein Hauptmenü. Das sind jetzt nur die Joomla-Beispieldaten. Mal gucken, ob das soweit klappt. Ja. Diesen Home nehme ich jetzt zum Beispiel aus diesem Menü raus. Der muss ja irgendwo hingelegt werden. Und den lege ich jetzt einfach mal ins User-Menü rein. So, und jetzt könnte ich hergehen und könnte den gleichen für Deutsch anlegen und habe den wieder im Main-Menü. Das ganz kopiert speichern, oder? Wäre besser gewesen, ja. Aber es kann nämlich nicht passieren. Jetzt muss ich das nochmal machen in Deutsch. Jetzt habe ich noch im falschen Menü drin. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo er auch immer drüber stolpert. Der ist jetzt im User-Menü. Das ist nämlich so lange wäre, so langsam wäre. So, legt das ins Main-Menü. In Deutsch. Gut, also in dem Fall muss ich den neu anlegen.
Seht ihr das nicht so einfach? So. Man muss nämlich zuerst ein Menü für jede Sprache anlegen. Sag ich jetzt einfach mal. Zeit, ein paar Minuten haben wir noch. So, und dann würde ich hergehen, ein neues Menü. Als Modul und was weiß ich. Und hier an dieser Stelle kann ich es auf Deutsch stellen. Ich habe dann hier schon zwei Menüs. Dicke Finger. Ich wollte eigentlich einen Punkt anlegen. So. Und den dann auf die Sprache Deutsch. Ihr seht, es ist schon ein bisschen mühsam, sich da durchzuhangeln. Aber mit dem Arbeitsablauf, den ich normalerweise gezeigt habe, sollte es gehen. Ich hätte es vielleicht besser vorher nochmal geübt. Er springt zurück. Das ist, glaube ich, der Alias. Ich habe zwei Top-Menüs angelegt, das ist das Problem. Das sollte ich vielleicht nicht tun, sondern wirklich das klar auseinanderhalten. Genau hier an der Stelle. Und wenn ich dann dem Menü sage, es ist Deutsch, dann weiß ich auch, wo das hingehört. Dann kann ich es auch besser erkennen, wo ich dann bin. So, jetzt gehe ich mal auf alle Menüeinträge und habe hier immer noch ein Home, das im User-Menü steckt. Und dann nenne ich es einfach wirklich einfach Start. Und gehe auf die Hauptbeiträge. So. Richtige Sprache zu ordnen. Und in das deutsche Menü rein. So, und jetzt müsste es eigentlich auch klappen. Als Standardseite ist ja der Menübeitrag mit allen Sprachen als Fallback. Aber wenn ich jetzt auf die deutsche, damit das die quasi das deutsche Menü wird, muss ich glaube ich dazu auf Standard. Ich kann das jetzt umstellen. Das muss man sogar. Genau. Das muss auf Standardseite, auf Deutsch und dann hat man die korrekte Verknüpfung. Seht ihr, hier ist noch keine angelegt. Jetzt müsste ich praktisch das gleiche Prozedur nochmal für Englisch, für alle möglichen Sprachen, die ich haben möchte, auch noch machen. Und also ist doch ein bisschen mühsam. Ne? Aber so, die ganzen Beiträge, die jetzt auf Sprache alle stehen, ja, kann man die mit der Stapelverarbeitung machen? Die kann man mit der Stapelverarbeitung machen. Das geht dann ganz einfach. Also ich kann jetzt hergehen, kann sagen, die hätte ich gerne als, die haue ich jetzt alle ins Deutsche rein.
sind zwar eigentlich Englisch, aber dann hat man das schon mal alles auf Deutsch. Seht ihr hier? Und dann habe ich schon mal die Möglichkeit, dann auf der Basis ein bisschen weiterzuarbeiten. Das heißt, eigentlich müsste ich meine bestehende Menüstruktur auf Deutsch umstellen. Den Haupteintrag raus, aber das ist jetzt in der Zeit. Ja, also wenn man eine Kopie erstellen könnte und macht auf Englisch, dann die Möglichkeit hätte, alle, ja. Eine Sprache zu filtern, diese ja. als XML auszugeben, inklusive allen Tags, die drin sind, ja. damit ich das im Übersetzungsbüro vernünftig übergeben kann, dass die das dann genau importieren kann, und zwar statisch. Ich so dann muss ich jedes einzelne immer rein und raus. Ja, noch geben. Fragen? Ja. Kann ich Beiträge für alle Sprachen definieren? Ich kann auch Beiträge für alle Sprachen definieren, ja. Das heißt, ich muss nicht jede einzelne Seite übersetzen, sondern ich kann sagen, der Beitrag ist für alle Sprachen. Ja, ja. Die eine Frage, wenn ich für eine bestimmte Sprache keine Lust habe, das zu übersetzen, wo springt er dann hin? Also jetzt ein bestimmter Artikel, der im Deutschen vielleicht Sinn macht, weil es gerade über deutsche Politik geht, Und wenn jemand auf Englisch kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blog habe, Kategorieblog oder so weiter, ja. und ich habe den Blog in Englisch und habe aber für den Beitrag jetzt aber mehr deutsche Beiträge als Englisch, werden nur die Englischen angezeigt, das heißt, der ist einfach nicht da. Wenn ich aber jetzt auf dem deutschen Blog bin und sage, dann gehe auf Englisch, dann springt er in die Blog-Übersicht rein. In die Übersicht rein. Und wenn ich dann einen Beitrag mit drin habe, müssen wir mal ausprobieren, der mit allen Sprachen ist, das heißt, der müsste eigentlich in beiden Blogs angezeigt werden. Okay. Dann sollte es korrekt sein. Ja? Laut Joomla-Dokumentation soll man den Template-Stil auch kopieren für alle Sprachen, die man hat. Wozu ist, also da steht drin, dass das halt für die Modulzuordnung zu den Menüs ist und auch für die Stile. Wenn ich jetzt aber die Stile, also keine farblich anders aussehen brauche, dann kann ich das einfach lassen. Ich könnte es einfach lassen. Also ich habe es jetzt auch mehrere schon aufgebaut mit einem Template, das geht. Also braucht man eigentlich. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe jetzt hier nochmal als Beispiel vorbereitet eine 3.8, aber gerne noch Fragen. Ich hatte auch noch eine Frage, ja. mit den Fähnchen. Ja. Bei mir kommen da immer zwei Fähnchen. Und du hattest nur eins, was ja. ich dann wechselte. Ah, das ist eine Sache, die stellt ihr in dem Modul selbst ein. Gehen wir gerade mal drauf. Auf das Sprachmodul. Und da habt ihr nämlich die Möglichkeit, die aktive Sprache anzuzeigen, ja oder nein. Ah. Und damit blendet ihr praktisch, wenn ihr auf Deutsch seid, die entsprechende deutsche Flagge auch aus, weil wozu soll die dann da sein? Ja? Eine Frage. Ich habe eine 19-sprachige Seite und sind relativ viele osteuropäische Sprachen. Und die Seitentitel sind natürlich dann auch dementsprechend in der deutschen Sprache. Ja. Weswegen mir das halt im Backend eigentlich möglich ist, da eine vernünftige Zuordnung zu machen. Also ich nutze jetzt zurzeit noch Verlangen, halt in der aktuellsten Version. Ja. Also auch die Seite ist auch so eine 3.8er. Ich sag mal, ich hätte jetzt mir hier irgendwie erwartet, dass es da eine Lösung für gibt oder halt irgendwie, weil ich sag mal, Deutsch-Englisch, das klappt ja noch. Ja. Ich sag mal, aber wie gesagt, wenn man Ungarisch oder Tschechisch oder sowas hat und dann wirklich bloß den Seitentitel hat, dann bin ich also völlig ratlos und vor allen Dingen, wenn man 19 Sprachen, weil das ist halt die Dokumentenseite, ja. wo wir unsere Gerätedokumentation halt vorhalten müssen, halt jeweils in der Landessprache. Und gibt es da irgendwie eine Möglichkeit oder habe ich da irgendwo. Also wenn du der einzige Nutzer bist, der die Beiträge reinstellt, wird es schwierig. Ansonsten würde ich sagen, es gibt dann also redaktionsmäßig, der eine ist für die Sprache zuständig, der für die, dann könnte man die Rechte so ein bisschen verteilen, dass man nur seine Sprache quasi sieht, also aber dann wird es da echt schwierig. Darunter, wenn zum Beispiel bei den Artikel ist, kannst du unter Hinweis, da kannst du immer noch eingehen, wie es der Deutsche da freigeschaltet wird. Ja gut, das ist die Frage, ob man dann halt in der Listenansicht der Beiträge, ob da der Hinweis. Aber es ist ja nur in dem Backend. Ja. Klar. Siehst du. Aber jetzt siehst du hier nicht den Vorbild. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie bei Modul, ob die auch Hinweise da haben. So, wir sind erstmal am Ende. Wir können dann gleich noch ein bisschen ein paar Fragen beantworten. So, okay.